Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Oder falls du zum ersten Mal hier bist, hi. Mein Name ist Ginkoman. Ich bin immer noch erkältet und heiser. Deswegen nicht wundern, dass ich so schwer atme und alles. Und es ist gerade 2:30. Deswegen rede ich sehr leise, um die Nachbarn nicht zu stören. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir, also warte zuerst einmal, falls du neu hier bist, hi. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Auf jeden Fall dachte ich mir, wir filmen heute mal wieder ein Aufgebraucht-Video, denn ich habe unfassbar viele Produkte aufgebraucht in den letzten Wochen beziehungsweise Monaten, aber ja, bei meinem Umzug habe ich ganz viele Sachen halt weggeschmissen, weil mir war das irgendwie zu blöd, leere Kosmetikartikelflaschen mit mir in die neue Wohnung zu schleppen. Deswegen, das sind nicht alle Produkte, die ich aufgebraucht habe seit meinem letzten Aufgebraucht-Video, aber dennoch einige. Wir müssen noch das Thumbnail machen. Zuerst einmal haben wir 2 Flaschen von der Alverda Naturkosmetik Pro Climate 5-in-1 Mundspülung. Oh mein Gott, das Packaging hat sich geändert. Schaut mal. Auf jeden Fall, das ist, seit ich die entdeckt habe, meine Lieblingsmundspülung. Ich verwende sie seit Monaten. Ich liebe sie. Sie hat einen unglaublich guten, frischen Geschmack. Also sie ist schon scharf, aber erst nach 20, 30 Sekunden im Mund. Also völlig aushaltbar. Die ist mit Biomelisse und frischem Minzgeschmack. Vegan und tierversuchsfrei, wie alle Produkte, die ich euch immer auf meinem Kanal vorstelle. Ich muss echt sagen, ich bin weiterhin unglaublich zufrieden mit dieser Mundspülung. Übrigens, Deckel und Flasche unbedingt trennen beim Recyceln. Irgendwie machen das viele Menschen nicht. Ich finde generell, also ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber wenn ich irgendwie so in einer anderen Stadt bin und an gelben Säcken vorbeilaufe, was für Sachen man da immer drin sieht. Also ich habe schon Pizzakartons oder so Pralinschachteln in gelben Säcken gesehen. Ich verstehe gar nicht, was falsch ist mit den Menschen. Also ich habe die Vermutung, dass viele halt einfach ihren Restmüll über einen gelben Sack entsorgen, weil beim gelben Sack kannst du ja limitless viel entsorgen. Aber beim Restmüll, hast du ja nur den Eimer und wenn er voll ist, ist er voll und viele wollen wahrscheinlich nicht zum Wertstoffhof fahren, vor allem weil man da vielleicht auch nochmal Geld zahlen müsste, wobei ich mir da nicht sicher bin, könnte auch sein, dass man erst ab einer riesigen Menge Geld zahlen müsste, aber ich glaube einfach, der Aufwand zu einem Wertstoffhof zu fahren ist viel zu groß für viele Menschen, deswegen entsorgen sie einfach über diese gelben Säcke, weshalb sich wahrscheinlich der Staat auch irgendwann gedacht hat, okay, lasst uns halt die gelbe Tonne rausbringen, damit Menschen das eben nicht mehr machen können. Und ja, also wenn ich an gelben Tonnen vorbeilaufe, sehe ich natürlich nicht, was der Inhalt ist. Aber ja, ich weiß nicht, also wenn ich so sehe, wie andere Menschen ihren Müll entsorgen, das schockiert. Und unbedingt auch die Etiketten immer abnehmen von der Flasche. Ich habe es bei der Rückseite schon getan. Weil das sind natürlich auch nochmal verschiedene Plastikkomponenten. Und so könnt ihr das Ganze dann in die Tonne oder in den Sack schmeißen und hoffen, dass es recycelt wird. Aber ja, wer weiß, ne? Vielleicht wird es auch nach Asien geschickt, wir wissen es nicht. So, dann, oh mein Gott, habe ich schon mein Let's Ginko gemacht? Wenn nicht, lehne ich zurück, genieße Show und Let's Ginko, auch wenn wir schon angefangen haben. Als nächstes habe ich einmal die Terra Naturi 7-in-1 Zahncreme mit Zitronenöl und Biominze. Boah, ich hasse so leere Verpackungen, bah, die sind alle so klebrig und versifft. Übrigens schneide ich meine Zahnpastatuben immer auf, weil, wenn man die aufschneidet, da ist meistens auch Produkt für die nächsten 3 Tage drin. Und auch hier einmal Deckel ab und dann erst entsorgen. Tada! Dann haben wir hier noch 2 Flaschen von dem Queer Power Shower Duschgel von I+M. Das ist mit Olive und Aloe Vera. Dieses Duschgel ist in Kooperation mit dem Jugendnetzwerk Lambda in Berlin-Brandenburg für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt gegen Diskriminierung. Mit der Fair Edition Queer Power Shower spendet I+M Naturkosmetik 100% der Einnahmen abzüglich der Mehrwertsteuern an das Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg. Seit 1991 tritt der Verein für Interessen, Akzeptanz und Unterstützung lesbischer, schwuler, bisexueller, trans,
inter- und queerer Jugendliche ein. Lambdas Bildungsberatungs- und Freizeitangebote ermöglichen Selbstbestimmung, Partizipation und vermitteln Solidarität. Zusammen mit Lambda wollen wir von I+M, LSBTIQ, Lebensrealitäten in der Gesellschaft sichtbar machen. Wenn ihr euch eine Flasche von diesem Duschgel kauft, dann werden die Einnahmen zu 100% gespendet. Queere Menschen werden dementsprechend unterstützt. Deswegen gilt mein Rabattcode auch nicht auf dieses Duschgel, weil es eben eine Fair Edition ist. Aber ihr wisst, ich habe den Rabattcode 20 Ginkgo-Man. Mit dem könnt ihr noch bis Ende September 20% auf fast alle Produkte bei I+M sparen. Genaue Informationen schreibe ich euch nochmal in die Infobox. Denkt daran, ich verdiene was an dem Code. Wir machen weiter mit einer weiteren Zahncreme, beziehungsweise dem Zahngel, Zahnschmelzschutz. Diese, ja, ich nenne es jetzt einfach Zahnpasta, oh mein Gott, ich habe keine Nerven dafür. Diese Zahnpasta wirkt antibakteriell durch Zink, schützt vor Zahnschmelzabbau, enthält natürliches Minzöl, Kräuterextrakte aus Kamille, Myrrhe und Salbei. Diese Zahnpasta ist ohne Sodiumsulfate. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Das ist bei der Terra Naturi Zahnpasta auch so, denn ich komme überhaupt nicht klar mit Sodiumsulfaten. Jahrelang hat sich meine Mundschleimhaut von meinem Mund abgelöst. Ich konnte sie wirklich regelrecht rausziehen und ich habe nie verstanden, warum, also was das Problem ist, bis ich das halt erzählt habe und irgendwer von euch damals, das ist schon ewig her, aber unter meinem Video kommentiert hat, dass Sodiumsulfate eben, ja, dass manche Menschen eine Unverträglichkeit dazu haben und dies dazu führen kann, dass die Mundschleimhaut eben sich ablöst. Und seitdem kaufe ich immer Zahnpasten ohne diesen Inhaltsstoff und wirklich, ich bin, Alter, meine Lebensqualität ist so gestiegen, weil das war so schlimm. Ich konnte teilweise wirklich nicht normal mit Leuten reden, weil mir ständig irgendwie so ein Stück Mundschleimhaut rausgesprungen ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, das klingt total verrückt, aber ich hatte so ein Problem damit und ich habe das auch beim Zahnarzt angesprochen mehrmals und die haben nie gesagt, das liegt an Sodiumsulfaten. Die wussten immer nicht, woran das liegt. Und mir war das dann irgendwann auch viel zu peinlich. Also von mir, auch wenn ich ein sehr großer Fan von der Terra Naturi Zahnpasta bin, trotzdem eine sehr große Empfehlung. So mal als Abwechslung zwischendrin. Dann haben wir hier noch das I+M Rose Feuchtigkeitscreme, die Creme aus der Clean Beauty Reihe. Ihr wisst, das ist eine reizarme Pflegereihe von I+M für jeden Hauttypen ohne Duftstoffe und Allergene. Und ja, diese enthält Fairtrade Aloe Vera und reines Squalan, welche der Haut eben Feuchtigkeit schenken. Ich persönlich muss sagen, ich kam mit dem Geruch irgendwie nicht so ganz klar. Ich finde, das riecht sehr nach, Luftballons, also das riecht wirklich nach Luftballons, so richtig nach Gummi. Ich persönlich brauche das eigentlich auch echt nicht. Also meine Haut kommt mit dem Squalan Serum allein sehr gut zurecht. Das ist mir einfach zu reichhaltig. Meine Haut kann das einfach nicht so gut aufnehmen. Ich finde, es ist okay, wenn man mal wirklich so eine richtig trockene Haut hat, wie wenn man zum Beispiel im Meer war oder so oder sich extrem viel gesonnt hat. Aber ja, ich persönlich brauche es nicht. Aber dennoch eine ganz gute Creme. Also ich kann auch nichts dagegen sagen. Dann habe ich hier noch zwei Masken. Also beziehungsweise eine von zwei, weil die kommen immer in Zweierpacks. Von I+M. Und zwar einmal die grüne Heilerde-Maske. Ihr wisst, ich habe die schon mehrmals verwendet. Bin ein großer Fan davon. Auf die Maske gibt es auch 20% Rabatt mit meinem Code. Ich verwende sie sehr gerne. Ja, wenn ich mal so einen Bad Skin Day habe mit vielen Pickeln, weil das holt das Ganze nochmal ein bisschen runter und hilft meiner Haut einfach auf ihr Leben klarzukommen. Und dann haben wir hier noch das AHA-BHA-Fruchtsäure, die Gelmaske. Ihr wisst, AHA und BHA hilft auch sehr gegen Akne und Pickel. Von daher, die benutze ich auch, wenn ich mal so einen Bad Skin Day habe. Und ich muss sagen, ich glaube, man kann meine Haut echt ansehen, dass sie wesentlich besser geworden ist in den letzten Monaten. Das habe ich wirklich I+M zu verdanken, weil die Produkte sind einfach gut. Ich weiß, ich labere euch total voll mit dieser Marke und mit dem Code. Ich hoffe wirklich, es geht euch nicht auf den Keks, aber ich bin halt einfach so überzeugt von dieser Marke und ich stehe so sehr hinter dieser Marke, weil sie ist fair. Das heißt, sie bezahlen ihre Mitarbeiter fair und achten auf faire Ressourcen, faire Inhaltsstoffe. Also I+M versucht zum Beispiel sehr viele Fairtrade-Inhaltsstoffe zu verwenden. Dann sind die Produkte auch noch bio und vegan und tierversuchsfrei. Also sorry, aber was will man mehr? Und ich muss auch mal von der Creator-Seite aus sagen,
E+M ist eine unglaublich menschliche Firma. Also ich muss leider sagen, ich habe tatsächlich mit ein paar Firmen ja nicht so die tolle, ja, nicht so den tollen Austausch gehabt. Und neben all diesen Firmen war E+M bisher immer die Firma, die am meisten, ja, an meiner Seite gestanden hat. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber E+M ist einfach unglaublich, unglaublich menschlich. Also anders kann ich es wirklich nicht sagen. Also ganz, ganz liebe Grüße geht vor allem an die liebe Sonja hier raus. Weitere Creator, die mit E+M arbeiten, werden Sonja sicherlich kennen. Sie ist so eine liebe Frau. Ich freue mich immer, eine E-Mail von ihr zu lesen. Und bisher ist es auch so, Sonja zum Beispiel fragt mich auch immer, wie es mir geht, ob alles gut bei mir ist. Also, keine Ahnung, wir haben halt auch so ein bisschen Smalltalk in unseren E-Mails. Sprich, es geht nicht nur um Zahlen und Geld und, keine Ahnung, hier und das. Wisst ihr, was ich meine? Es geht nicht nur um Arbeit in dem Sinne, sondern um den Menschen selbst. E+M legt schon sehr großen Wert auf, ja, eine sehr humane Zusammenarbeit. Aber okay, das war mein Podcast zu E+M. Aber Leute, ich muss echt sagen, also ich habe das E+M selbst auch schon oft gesagt, dass ich einfach unglaublich froh bin über unsere Zusammenarbeit. Ich meine, ich arbeite jetzt schon, ich glaube, seit 10 Monaten mit E+M zusammen, wenn nicht sogar länger. Das war damals die beste Entscheidung meines Lebens, ja, diese Kooperationsanfrage an E+M zu schicken. Also top, top, top Empfehlung. Machen wir weiter mit einer anderen Zahnpasta, von der ich komplett vergessen habe, dass ich sie überhaupt gekauft habe, weil es schon so lange her ist. Auch diese ist frei von Sodiumsulfaten. Auch mit dieser Zahnpasta kam ich sehr gut klar. Sonst hätte ich sie nicht aufgebraucht, weil da bin ich jetzt mittlerweile echt strikt. Wenn ich ja wieder diese Mundschleimhaut-Sache habe, dann benutze ich die auch nicht zu Ende, weil es geht einfach nicht mehr. Also sorry, aber ich kann mir nicht meine Mundschleimhaut aus dem Mund reißen. Die hat auch sehr angenehm geschmeckt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh mein Gott, Flashbacks. Wir machen weiter mit dem Altera Naturkosmetik Man Deo, dem Kompakt Deo. Horror. Horror. Also der Duft ist okay, aber Leute, Horror. Also kauft euch das nicht. Kauft das nicht eurem Freund. Kauft es nicht eurem schlimmsten Feind. Nicht eurer Mutter, nicht eurer Oma, nicht eurer Stiefmutter. Wobei der vielleicht schon. Aber wirklich, Leute, das ist so ein schlimmes Deo. Ich habe wirklich fast, ja, eine Entzündung unter den Achseln bekommen. Also ich habe wirklich Hautbrand oder wie nennt sich das bekommen. Also meine Haut hat gebrannt wie sonst was. Also das war wirklich ein Hautausschlag, könnte man sagen. Was voll komisch ist, weil ich hatte das Deo in der Vergangenheit schon mal. Da hatte ich das Problem jetzt nicht. Also dass es gebrannt hat schon, aber Ausschlag nicht. Aber diesmal habe ich davon richtig Ausschlag bekommen. Ich habe es trotzdem fast komplett aufgebraucht. Was ein großer Fehler war, weil, oh mein Gott, ich hatte solche Schmerzen. Also wirklich sogar im Alltag, wenn ich so gemacht habe, hat es richtig gebrannt und wehgetan. Und meine Haut ist ständig aufgerissen, weil sie so trocken war. Also keine Ahnung, was mit diesem Deo los ist, aber das geht gar nicht. Also ja, sorry Altera, ich liebe euch, aber dieses Deo ist ein Flop. Wir machen weiter mit dem E+M AHA BHA Serum. Ich will euch nicht voll labern mit E+M, schon wieder das 8% AHA und 3% BHA drin. Ich habe dieses Produkt einmal alle 7 bis 10 Tage verwendet. Nicht häufiger, weil meine Haut ja bei zweimaliger Anwendung in diesem Zeitraum nicht mit dem Produkt klargekommen ist. Es ist schon sehr, ja, nicht aggressiv, aber sehr intensiv. Also man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht übertreibt, weil sonst kriegt man eben noch mehr Pickel und das will man ja vermeiden. Aber wenn man es eben einmal alle 7 bis 10 Tage verwendet, wie ich, dann hilft das extrem gegen Pickel. Also von mir auch eine Top-Empfehlung, hat mir, wie man unschwer erkennen kann, hier ist alles ungefiltert, sehr bei meinen Hautunreinheiten geholfen. Als nächstes haben wir das Alverda Naturkosmetik Man Active Nature 24 Stunden Deo Roll-On. Ja, also Geruch ist top, ist ein gutes Deo. Ich bin sehr zufrieden damit, ich komme richtig gut damit klar. Das ist sogar mit Ginkgo und Bambus-Extrakt. Oh mein Gott. Aus kontrolliert biologischem Anbau bietet einen effektiven 24-Stunden-Schutz vor unangenehmem Körpergeruch ohne Zusatz von Aluminiumsalzen. Die Rezeptur mit pflanzlichem Glycerin und Bio-Aloe Vera spendet Feuchtigkeit und wirkt der Austrocknung ihrer Haut entgegen und ohne Mineralöle. Alkohol ist da allerdings schon drin, sogar an zweiter Stelle. Also ja, achtet darauf, wenn ihr das nicht möchtet, aber ich persönlich kam richtig gut damit klar. Und oh mein Gott, da ist einfach Ginkgo-Extrakt drin.
Wie geil ist das denn? Alvea, das Sponsor Me. Dann haben wir noch die E-Plus M Aloe Vera Reinigungscreme mit Shea Butter und Squalan. Auch hier haben wir wieder Bio Aloe Vera und Fairtrade Shea Butter drin. Und ja, Leute, das Produkt eignet sich im Übrigen auch super zum Abschminken. Also auch bei einer richtig heftigen Mascara, wie zum Beispiel der La Vera Lash to Impress Mascara. Auch dieses Produkt ist frei von Duftstoffen und Allergenen sowie Sulfaten. Also die Clean Beauty Reihe ist wirklich meine Reihe bei E plus M. Oh mein Gott, das ist meine Lieblingsreihe. Ich komme so gut mit diesem Produkt klar. Und ja, ihr kennt das. Ich habe euch das 50 Trillionen Mal in meiner Insta-Story gezeigt. Ich liebe dieses Produkt. So, und zu guter Letzt haben wir noch das La Vera Naturkosmetik Pure Beauty Anti-Pickel-Gel mit Biominze und natürlicher Salicylsäure. Und Leute, dieses Anti-Pickel-Gel ist der Wahnsinn. Also das ist einer der wenigen Anti-Pickel-Produkte, die wirklich funktionieren. Aber ich muss auch sagen, da ist Salicylsäure drin und Salicylsäure ist einfach der Wahnsinn. Also das ist ein super Inhaltsstoff, wenn ihr mit Probleme mit Akne und Pickeln und großen Poren und unreine Haut habt, dann verwendet auf jeden Fall Salicylsäure. Ich bin allerdings sehr froh, dass E plus M jetzt ein neues Produkt mit Salicylsäure hat, denn das löst dieses Produkt hier ab. Ich zeige euch das gerade mal. Und zwar hat E plus M jetzt ganz neu ein Anti-Pickel SOS Treatment rausgebracht und das ist zusätzlich mit Zink. Und das ist eben der kleine, aber feine Unterschied, denn Zink und Salicylsäure, Leute, oh mein Gott, schaut euch meine Haut an. Also sorry, aber dieses Produkt ist so... Oh. Der Wahnsinn, also wirklich, das ist out of this world, also wirklich, oh mein Gott, das wurde von Aliens geschickt, die eine weitaus fortgeschrittenere Technik haben als wir, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Leute, das ist wirklich das SOS-Treatment, das ist das Anti-Pickel-Produkt. Natürlich bei großen Pickeln, wenn ihr das drauf macht, gehen die nicht von einem auf den nächsten Tag so komplett weg, aber sie werden wesentlich reduziert und verschwinden wesentlich schneller. Und das Geilste ist, ihr könnt das auch übers ganze Gesicht geben, also als All-Over-Nachtmaske zum Beispiel, so mache ich das. Ich gebe mir das übers ganze Gesicht, lasse es eben im Schlaf einwirken und am nächsten Morgen wasche ich mir mein Gesicht zum Beispiel ab. Und Leute, ich sag's euch, also das macht so einen Unterschied. Aber auch im Alltag könnt ihr das, also es klingt wirklich ein bisschen crazy vielleicht, weil die Konsistenz ist ein bisschen trocken und dickflüssig. Ich werde euch das gleich zeigen. Aber ihr könnt das auch wirklich im Alltag verwenden. Ihr müsst halt nur dran denken, dann euch nicht mehr ins Gesicht zu packen, weil es zieht natürlich nicht hundertprozentig ein. Aber ja, also man kann das auf jeden Fall wirklich sehr gut auch als Tagespflege verwenden. Und wisst ihr was? Ich gehe jetzt gleich schlafen, denn wir haben 2 Uhr jetzt. Und von daher dachte ich mir, machen wir doch eine kleine aktuelle Skincare-Routine als kleinen Bonus. Wir verwenden jetzt das Mix and Match Reinhydrolat, das Melissenwasser von E plus M. Das ist ein entzündungshemmendes Gesichtswasser, ein Toner. Ihr könnt das auf ein Wattepad sprühen oder direkt in euer Gesicht. Das werde ich jetzt machen. Oh mein Gott. Leute, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, viele tun das noch nicht, @ginkgoman, tut es, oh mein Gott, ihr verpasst was, dann wisst ihr, dass ich dieses Produkt absolut liebe und absolut suchte. Und Leute, niemals den Hals auslassen. Oh mein Gott, könnt ihr die Feinpartikel schweben und fliegen sehen? Oh mein Gott, ich liebe dieses Melissenwasser einfach. Das ist einer dieser Momente, wo ich wünschte, ihr könntet... Es gäbe YouTube-Videos mit Geruch, weil, oh mein Gott, ich wünsche, ihr könntet das gerade riechen. Es ist einfach so schön angenehm. Oh mein Gott, es ist so, oh, es ist so gut. So, und während das Ganze so ein kleines bisschen einzieht, machen wir jetzt weiter mit dem E plus M Squalan Feuchtigkeitsserum. Das ist auch mittlerweile fast aufgebraucht, aber vorher, weil ich Zwänge habe, muss ich mir die Hände waschen gehen, weil, oh mein Gott, ich darf mir keine Bakterien von der Außenverpackung auf die Hände schmieren. Ich komme sofort wieder. So, ich bin Rechtshänder, deswegen darf jetzt nur die linke Hand kontaminiert werden. Also, wir haben jetzt keinen Spiegel vor mir, aber ich werde das schon schaffen. Oder? Weil, oh mein Gott, mein Bildschirm ist so mini. Oder mein Monitor. Ja, mein Bildschirm. 2 Uhr nachts. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Naja, auf jeden Fall massiere ich das Ganze jetzt einmal ein und wie immer auch schön in den Haaransatz,
weil leider neige ich auch zu pickeln. Ja, im Haaransatz, das ist echt voll für den Hintern. Dann noch ein Tropfen auf die Wange. Das war ein großer Tropfen, deswegen trage ich das hier auch noch schnell auf. Und ich trage auch sehr gerne, oder ich massiere mir das Produkt auch immer schön in die Koteletten ein. Okay, viele von euch werden jetzt keine Koteletten haben, weil aktuell sind 100% meiner Zuschauer weiblich. Girl Power. Einfach nur, dass ihr es wisst. Ich mache das, weil schließlich ist darunter auch Haut. Und wenn ich mir die Koteletten rasiere, will ich nicht, dass dort Pickel und trockene Stellen sind. Oh Gott, ich habe das Produkt schon fast komplett aufgebraucht. Oh mein Gott, ich kriege da halt wirklich gerade nichts mehr raus. Oh mein Gott, haben wir gerade live in einem Aufgebraucht-Video ein Produkt aufgebraucht. Nein! Come on, girl. Ah, da. Okay. Los, komm. Ja, perfekt. Da haben wir noch einen Tropfen. Den tragen wir jetzt einmal auf die andere Seite. Schön auf die Nase. Nicht auf die untere Augenpartie und nicht in die, ja, auf die Lippen, aber um die Lippen. Und andere Kotelette und Hals natürlich nicht auslassen. Weil, oh mein Gott. Leute, vergesst niemals euren Hals bei eurer Skincare, denn da ist auch Haut. Und ja, ich weiß, ich trage es sehr wild auf, aber ganz ehrlich, ich habe keine Nerven dafür, das 10 Jahre in mein Gesicht einzumassieren. So, und jetzt kommen wir zum besten Part, und zwar dem Anti-Pickel-SOS-Treatment. Und Leute, dafür hole ich euch mal ganz nah ran, denn ich möchte euch wirklich die Konsistenz zeigen. Ich hoffe so sehr, das fokussiert gerade, aber ich glaube schon. Ah, jetzt komm. So, seht ihr das? Seht ihr das? Wie die Konsistenz ist? Also das ist schon sehr hart. Okay, ich habe keinen Spiegel. Aber egal. Ich ertaste die Pickel jetzt einfach. Okay, ja, hier habe ich zum Beispiel einen aktuell. Da können wir ein bisschen was auftragen. Seht ihr das? Das ist halt schon sehr mußig. Sehr, ja, dickflüssig, aber dementsprechend hilft es eben auch unfassbar gut. Hier habe ich auch noch ein. Oh, ohne Spiegel ist es echt schwierig. Und ja, hier habe ich auch noch ein. So. Und hier generell. Also habt echt keine Scheu, das großflächig aufzutragen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe jetzt übrigens meine Kamera und das Licht und die Lampe neben mir alles so gelb gestellt wie möglich, weil ich finde, das sieht so cozy aus. Aber deswegen sieht jetzt natürlich meine Haut verrückt rot aus. Also so rot ist sie natürlich im Normalzustand nicht. Ich wollte einfach nur so einen warmen Vibe schaffen. Et voilà. Das war's schon. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Tut mir nochmal sehr leid für meine Stimme. Aber Leute, ey, diese Erkältung hat mich total erwischt. Denkt daran, 20% Rabatt mit meinem Code. Alle Infos siehe Infobox. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Und im Übrigen, I plus M, oh mein Gott, ihr müsst ein Rasierschaum und eine Handcreme rausbringen. Oh mein Gott, diese zwei Sachen brauche ich so dringend in meinem Leben. Bitte, bitte, bitte bringt es raus. Ansonsten kommentiert jetzt mal, welche dieser Produkte ihr schon kennt, welche ihr mögt, welche ihr jetzt, ja, wo ich euch angefixt haben könnte, welche ihr jetzt probieren möchtet. Und kommentiert unbedingt mal dein liebstes Lieblings-I+M-Produkt. Das würde mich so interessieren, oh mein Gott. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend oder Tag, wann auch immer du dieses Video gesehen hast. Hier geht's zu meinem letzten Video. Das war sehr mühsam. Oh mein Gott, ich habe da so lange dran gesessen, das war, ich habe 4 Stunden am Stück gedreht, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Oh mein Gott, das ist eine meiner liebsten Lieblingsvideos. Ich könnte es mir selber 50 Mal anschauen, also klingt voll selbstverliebt, aber Leute, ich habe da so viel Herzblut und Schweiß und Tränen reingesteckt. Okay, nein, Tränen nicht, aber Schweiß. Okay, nein, eigentlich auch nicht. Mir ist voll kalt. Aber da habe ich wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt, deswegen schaut es euch unbedingt an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten geh jetzt schlafen, ich bin so müde. Oh mein Gott. Ich wünsche euch alles Gute. Gute Nacht. Ach ja, liken, Abo nicht vergessen. Ciao.